Hallo und herzlich willkommen zu Schelzens Küchenglück. Mein Name ist Kevin, alias Schelzen, und hier in der Kochschule Schelzens Kochmanufaktur schwingen wir heute gemeinsam den Kochlöffel. Viel Spaß! Hey Freunde, ich freue mich darauf, heute wieder mit euch zu kochen. Und zwar machen wir heute Pesto. Und zwar, tada, Petersilie und Cashewkern. Bisschen was ausgefallener, aber richtig klasse. Und zwar haben wir als allererstes Olivenöl. Schön leckeres, kräftiges Olivenöl. 150 Milliliter. Gucken euch over tea. So, dann haben wir, im Pesto gehört immer Knoblauch, bei mir auf jeden Fall, ich glaube sonst ist das aber auch so. Zwei Knoblauchzehen reichen bei der Menge vollkommen aus, möchte auch nicht komplett stinken. Übrigens Mundgeruch, am besten gegen Mundgeruch sind Wacholderbeeren. Rohe Wacholderbeeren sind total lecker, ein klein bisschen süß, einfach drauf rumkauen, zwei Wacholderbeeren, durchgekaut. Und dann kann man wieder knutschen gehen. Wenn ihr zum Beispiel Magenprobleme habt, helfen Wacholderbeeren auch richtig gut. Wir nehmen uns als nächstes die Petersilie. Können ruhig ein paar Stängel mit dabei sein. Das brauchen wir jetzt nicht grob zu hacken oder großartig zu verwenden. Können wir einfach nehmen, da reinpacken. Als nächstes Parmesan. Ein guter, leckerer, lange gereifter, kräftiger Käse. Das ist wichtig, ich nehme Parmesan sehr, sehr gerne. Ein Manchego geht zum Beispiel auch gut. Oder ein französischer, wenn es ein bisschen kräftiger sein soll, ein bisschen herber. Ein französischer Comté. 100 Gramm von dem Parmesan. Und jetzt noch 50 Gramm von den Cashewkernen. Ungefähr 3 Esslöffel. 1, 2, 3. Unser Pürierstab. Und ab dafür. Et voilà. Jetzt abschmecken. Bisschen Pfeffer schon mal. Schon mal ein klein bisschen Honig. Der will nicht. Nehmen wir einen anderen. So. Halber Teelöffel dürfte auf die Menge komplett genügen. Einmal schön verrühren. Da ist noch was Honig. Frischer Löffel zum Probieren. Absoluter Traum. Das braucht gar nichts mehr, außer eine Beilage, mit der man verzehren kann. Viel Spaß beim Nachkochen, auf jeden Fall zu empfehlen. Euer Schelzen, bis zum nächsten Mal.